Hallo und willkommen zurück hier bei eurer Mutbewandte. Wir spielen wieder eine Runde StarCraft 2 1 vs 1. Natürlich mal wieder gegen einen Zwerg, gegen den Slider vom DZTK. So, und gegen Zwerg wissen wir natürlich jetzt, wir können nur mit Link Baning eröffnen, weil Roaches das ist nicht so sinnvoll. Haben wir in der letzten Episode gesehen. Wir müssen daraus lernen. Roach-Eröffnung haut nicht hin. Danach into Roaches ist okay. Aber vorher halt kein Roaches. Good luck, have fun, können wir noch ein bisschen wünschen. So, have fun, jo, das hoffe ich doch, dass wir ein bisschen Spaß haben diesmal. So, oh, Bruder, du fliegst an die dritte. Du kannst zur Second fliegen, aber dann vielleicht noch rein scouten können. So, wir nehmen die Echse first. Doch, wir nehmen Echse first. Bei 18 Thrones. Haben wir ein bisschen mehr Income. Excel Scout kommt nicht. Wir könnten dann dabei früher Pool schon da sein. Dann bei, wie gesagt, alles bei 18. Man hat ein bisschen mehr Income dadurch. So, dann nehmen wir einen Pool. Können wir hier oben dicht machen, theoretisch. Ja, machen wir auch. Sehr gut. Du kannst dahin, du kannst dahin, du kannst dahin. Sein Overlord ist gleich losgeflogen wie meiner. Das passt soweit. Treffen wir uns schön in der Mitte. Bei 21 oder nämlich bei 20 nehme ich jetzt den nächsten Overlord. Wobei ich genug Supply hätte durch die Hatch, die Second. Aber dann habe ich, wenn ich Double Queen gleich raushaue, kein Supply mehr frei. Und theoretisch müsste vorher sogar noch eine Larve schlüpfen. Wenn es gut getimt ist. Genau, Larve schlüpft. Und jetzt gleich Double Queen. Double Queen. Dann Speed andrücken. Und dann bauen wir ein paar Linge. Er hat schon Linge. Ist okay. Wir nehmen noch Baling dazu. Und bauen jetzt Linge noch ein paar. Second steht. Was baut er? Baut er Drohnen? Das wäre jetzt gut zu wissen. Queen kommt auf jeden Fall. Er baut Drones. Okay. Er sieht mein Baling-Nest. So, dann können wir injecten und gucken schon mal vor. Brauchen wir Overlords, natürlich Supply Block jetzt, das ist nicht so geil. Er hat schon Speed, ich noch nicht, okay. Metamorphose abgeschlossen. So, dann sammeln wir doch Truppen. Haben sie jetzt eigentlich verteidigt bekommen? So, ein paar Bählinge. Defensiv. Gucken wir nochmal nach seinem Thron-Account. Okay, er will wirklich pushen, das ist nicht gut. Unsere Drohnen werden angegriffen. Er will weiter pushen, okay. Wir brauchen auf jeden Fall noch eine dritte Makro Hedge. Injecten. Queen wieder nehmen. Und es kommt immer mehr Linge. Gehen wir mit 4 vor.
Guckt, ob ich dritte habe, okay. Wir bauen noch ein paar Linge mehr. Er kommt zurückgerannt. Ich morph hier zwei Bellinge. Und brauche viel, viel mehr Linge. Und mehr Larven vor allem. Mich theoretisch gesehen hat er noch mehr Dinge, will gerade die dritte nehmen. Was baut ihr, was baut ihr, was baut ihr? Es kommen nur Dinge, okay. Hat er 1-1? Hat er schon irgendwelche Upgrades? Er hat schon 1-0. Das habe ich noch nicht. Okay, das sieht schon wieder schlecht aus. Er hat ein besseres Income als ich. War auch noch keine dritte und ich brauche unbedingt viel, viel mehr Drohnen. Und vor allem mehr Vespingas. Wo wollen wir hier reinkommen? Baning Fights ist immer nicht so meins, das mag ich gar nicht. Aber er war gerade anscheinend nicht in seiner Base. Machen wir nochmal gleich ein paar Banelinge. Hier damit ran. Mehr Overlords. Gucken wir noch mal, ob wir ein bisschen was erreichen. Ja, nehmen Broaches dazu, ist gleich was ich machen will. Und er hat halt schon 1-0, das ist nicht so geil. Und du bist nirgendwo mit in der Gruppe drin, das ist natürlich noch ungeiler. Schauen wir mal, was geht. Dritte hat er noch nicht. Creep Spread geht voran. Mehr Mineralien. Den letzten Bailing will ich noch weg haben. Schade. Wir brauchen mehr Vespingas.
So. Dann pumpen wir mal mit Roaches raus, was soll's. Und wir müssen auf jeden Fall die dritte nehmen. Ich kann mal gucken, ob er irgendwo eine Hidden geäxt hat. Roaches dazu, ich brauche viel mehr Gas. Muss ich unbedingt das Gas nehmen. Jo, da ist die Hidden. Da ist die Hidden weg. So, so viel zur Hidden. Mutation abgeschlossen. Wir brauchen. Da Upgrades habe ich natürlich nicht so. Einmal hochtecken. Wir müssen noch Gas nehmen. Und uns jetzt wieder ein bisschen aufs Makro konzentrieren. Wir können theoretisch noch einen Runway machen. Und mal in die andere Ecke gucken. Die können wir verteilen, die können wir verteilen. So, hat er da geäxt, sehen wir gleich. Gypsfeld ist bei mir unter aller Sau. Da will er jetzt Gypsbretten, hier will er äxen. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. So, noch mehr Roaches dazu. Mehr Mineralien. Dann brauche ich auf jeden Fall Roach Speed und noch mehr Linge. Weil jetzt kommen die Linge. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Sieht eigentlich ganz okay aus, der Fight. Und wir gucken weiter vor. Road Speed ist gleich durch, das ist sehr gut. Kann ich jetzt echt gebrauchen, Road Speed. So, wir gucken rein. So, injecten nebenbei. Sehr gut, GG, hat er nicht geschrieben, aber schön gewonnen. Endlich mal ein ZVZ gewonnen, wie gesagt, Ling Bailing muss man eröffnen, sonst gibt es keine Möglichkeiten zu gewinnen. Also für mich zumindest. Armeetechnisch waren wir eigentlich beide wirklich fast gleich. Ich war ein bisschen schlechter, habe anscheinend besser gefightet.
Apparate für Ressourcen, das war dann halt mein dritter und dadurch habe ich dann halt das Spiel gewonnen, weil ich sie halten konnte und er nicht. Ich würde sagen, bis zur nächsten Folge und tschüss, Europe.